Christian Fjell ist bei uns bei Radio Dresden. Es geht so langsam los mit der Restrückrunde der zweiten Liga. Und euer Trainer Olaf Janssen hat gesagt, es wird die brutalste Rückrunde aller Zeiten. Teilst du diese martialische Äußerung deines Trainers? Ja, ich hoffe, dass er im Unrecht ist und nicht Recht behält, aber man kann und sollte davon ausgehen, dass es genauso wird, wie es der Trainer gesagt hat. Ich durfte euch ja eine Weile auch im Trainingslager in der Türkei miterleben, hatte den Eindruck, ihr habt viel, viel gearbeitet, aber ihr habt bei der ganzen Arbeit nie den Spaß an der ganzen Sache verloren. Ja, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wenn man sagt, wenn die Arbeit Spaß macht, dann machst du sie umso besser. Nochmal, ich glaube, dass wir wirklich unser Programm super durchgezogen haben. Alle, die mit waren, alle sind gesund, das ist mal das Wichtigste. Und trotzdem, jetzt am Samstag geht's los für uns. Und dann passiert das auf dem Platz und das ist, was zählt. Und deshalb müssen wir auf den Punkt bereit sein und davon gehe ich aus, dass wir das sind. Gefühlt dann, wie viel das Trainingslager war das in der Türkei? Oh, war ja. Wahrscheinlich das 348. Nimmst du dir aus solchen Trainingslagern eigentlich irgendwas mitten andenken, Bierdeckel vom Hotel oder irgendwas? Nee, bist du wahnsinnig. Also nochmal, das gehört zwar dazu, aber es ist auch nicht so, dass ich meine Trainingslager immer an den schönsten Flecken der Welt hatte. Also von daher, wir waren noch nie in Kapstadt oder was ich jetzt gelesen habe, wo die jetzt alle hinfliegen. Das soll nichts gegen unsere türkischen Freunde sein, wirklich. Wir haben Plätze gehabt, wie ich sie so schon lange nicht mehr gesehen habe, aber trotzdem war ich dann auch letzten Endes froh, als ich wieder zu Hause war und habe mir auch nichts mitgebracht als Andenken. Christian, jetzt lass uns kurz über die Rückrunde oder ein bisschen ausführlicher über die Rückrunde reden. Viele sagen ja, es kommt gleich auf die ersten drei Spiele an, dass man da keinen Stotterstart hinlegt. Siehst du das ähnlich, dass die Spiele Union, Frankfurt und St. Pauli so vielleicht den Weg ebnen oder sagst du, wir dürfen auch nicht verzagen, wenn wir dort nur ein, zwei Punkte holen? Aber selbst wenn es so wäre und ich würde dir jetzt sagen, ja, also wenn wir aus den ersten drei Spielen nicht so und so viele Punkte holen, dann brauchen wir gar nicht mehr anzutreten. Weißt du, ich meine, das ist ja, jedes Spiel ist wichtig, weil jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, wo wir stehen. Deshalb hätte ich nichts dagegen, wenn wir direkt anfangen zu punkten. Es wird unglaublich schwer, das wissen wir auch, aber nochmal, auch wenn der Start nicht so verlaufen sollte, wie wir uns den alle erhoffen, dann geht es trotzdem nur darum, weiter Punkte zu sammeln. Christian, du bist jetzt 33 Jahre, hast noch anderthalb Jahre Vertrag. Ich frage mich immer wieder, du weißt ja, das geht jetzt in den Herbst der Fußballerkarriere. Mhm. Genießt du mehr das Ganze? Also, dass du das Trainingslager jetzt nicht genießt, ist mir schon ganz klar. Aber genießt du das Spielen, das Stadionerlebnis mehr? Ich glaube, ich müsste es noch mehr genießen. Aber ich weiß nicht, warum. Irgendwie passt es, weil ich mir da in letzter Zeit oft Gedanken drüber mache. Wirklich, weil, nochmal, ich gehe ja da raus und ich will in diese ersten Elf. Und trotzdem, in dem Moment, wo ich einfach um meinen Platz kämpfe, vergesse ich, glaube ich, oft, ja, was für schöne Zeiten ich auch hatte. Und ich habe sie ja immer noch. Und ich darf jetzt noch erstmal anderthalb Jahre spielen und dann gucken wir mal, was passiert. Aber ich müsste es noch mehr genießen, aber ich glaube, so dieser innere Antrieb, den ich habe, dieses unbedingt einfach spielen zu wollen und alles aus sich rauszuholen, lässt es irgendwie noch nicht so richtig zu. Also du siehst auch ganz klar, deine Position erstmal gesund zu bleiben und dann aber eigentlich auch in der Stammelf zu spielen. Ja, okay. Ohne gesund zu sein geht nichts, aber nochmal, ich mache diesen Beruf, der wunderschön ist, um auf dem Platz zu stehen und nicht um die Mannschaft, die gegen die Elf, die anfangen, im Training aufzufüllen, dass das aufgeht. Nee, ich kämpfe natürlich, um zu spielen und dafür gebe ich alles. Bist du schon so ein bisschen, na, der Opa möchte ich nicht sagen, das habe ich irgendwo gelesen, aber der Vati der Truppe? Kommen die jüngeren Spieler häufiger zu dir und sagen, Mensch Christian, du hast so viel erlebt, du hast Bundesliga gespielt, UEFA Cup, zweite Liga, du hast alles mitgemacht, gib mir doch mal einen Tipp. Ja, die Zeiten haben sich ja geändert. Die Jungen von heute sind ja nicht mehr so wie die Jungen von damals. Weißt du, das ist nicht mehr,
Die haben heute schon so ein Selbstbewusstsein, da musst du manchmal schon aufpassen, dass du nicht was Falsches sagst, aber es kommt schon ab und zu mal einer und fragt oder will mal eine Meinung haben, aber es hält sich in Grenzen. Und das mit dem Opa, ich meine, wenn du eben die Geburtsdaten der Spieler durchgehst, dann ist es nun mal so, dass ich der Älteste bin und deshalb habe ich damit auch kein Problem. Was auffällt ist, und das fällt mir speziell auch nach Spielen auf, bei Interviews, wo viel draufsteht, steckt auch viel drin. Also du bist 100% authentisch. Hattest du irgendwie mal eine Medienschulung oder so? Weil du bringst sehr selten oder quasi nie diese Phrasen, das nächste Spiel ist das Schwerste, wir müssen kämpfen, 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 sondern du bist eigentlich immer authentisch und wiederholst dich nicht ständig. Ja, ich danke dir jetzt erstmal für das Kompliment. Ich hatte keine Medienschulung, aber da will ich auch keinem zu nahe treten und nenne auch keinen Namen. Aber manchmal sitze ich eben vor dem Fernseher und höre, was viele Kollegen einfach sagen und denke mir, was erzählt denn der da jetzt? Das werden sie ihm sowieso nicht abnehmen. Ich weiß nicht, ob es deshalb ist, weil ich aus dem gleichen Job komme, aber sowas nervt mich einfach und deshalb. Ich meine, nochmal, Henry Buschmann kommt zu mir und sagt zu mir, Fiello, die wollen mit dir sprechen. Wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dann ist das auch okay. Aber solange sie mit mir sprechen wollen, ja, werden sie das zu hören bekommen, was ich denke und was ich in dem Moment auch fühle. Natürlich nicht 100%, sonst gäbe es wahrscheinlich Theater. Aber ja, Sachen zu sagen, die jeder hören will, ich glaube, das bringt ja keinem was. Jetzt gibt es bei Dynamo personelle Diskussionen in der Führungsebene. Belastet euch das irgendwie oder sagt ihr, nee, wir müssen uns auf das konzentrieren, was da auf dem grünen Rasen stattfindet? Wir sollten, und ich hoffe, dass das jeder tut, uns nur auf das konzentrieren, was auf dem grünen Rasen passiert. Und das ist Abstiegskampf. Geht das in dieser Saison ohne Relegation? Weil Relegation braucht man nun eigentlich quasi, ich sag mal, wie graue Haare. Okay, das nehme ich dir jetzt übel, dass du ausgerechnet mich auf Haare ansprichst, aber Ich habe gelernt, zu dem Interview kommen wir gleich um noch. auf deine Frage zurückzukommen. Nochmal, wenn es nur über die Relegation gehen sollte, dann denke ich, sollten wir das in Kauf nehmen, weil wir es zweimal oder weil wir zweimal schon bewiesen haben, dass es eine Möglichkeit ist, da positiv rauszukommen. Und sollten wir es aber direkt schaffen, wäre es mir um einiges lieber. Da hake ich gleich mal ein. Ihr habt im Trainingslager bei Dynamo TV aus meiner Sicht ein großartiges Interview geführt. Hinten das Meer im Hintergrund. Wirklich großartig. Und Danke. da hast du unter anderem verraten, du gehst nicht zum Friseur. Kein Friseurmeister in Dresden hat dich schon mal persönlich kennengelernt. Kann ich mir nicht Genau. vorstellen. Okay, aber wenn wir jetzt schon offen darüber reden, dann also kann ich das ja erzählen. Also ich gehe zu einer Friseuse, die wirklich sehr gut ist und die unglaublich sauer und enttäuscht war, weil ich sie nicht explizit erwähnt habe. Das werde ich jetzt aber auch nicht tun, weil es soll ja ein Geheimnis bleiben, wer meine Haare schneidet. Aber auf diesem Weg möchte ich ihr sagen, dass ich sehr zufrieden mit ihr bin und ich bestimmt wiederkomme. Das kommt an und da müssen wir mal einen kurzen Sekündchen Ruhe lassen, um das setzen zu lassen. Ja, unbedingt. Ich kann mir vorstellen, die Frau deiner Kinder war möglicherweise auch ein bisschen sauer, hast gesagt, er hat nun mal überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Wie diskutierst du oder wie lässt du deinen Frust, wenn es mal nicht so läuft, wenn du mal eine schlechte Aktion hast, zu Hause ab, sagst du, okay, lief schlecht, aber wir reden jetzt über die Abendplanung, was wir heute Sie Abend so. darf dann nur zuhören. Also ich komme nach Hause und äußere mich und sie darf nur zuhören und keinen Kommentar dazu abgeben. Das ist klar Also so. was in die fußballerische Richtung geht, dazu, das geht einfach nicht. Ich liebe sie sehr, aber das geht einfach nicht. Dafür ist einfach zu wenig Know-how da. Aber das weiß sie auch selber, deshalb passt es schon ganz gut. Okay, aber ihr diskutiert schon mal über die Grundsätze. Also Mensch, wir haben 2-1 gewonnen und wir haben ziemlich gut gespielt, oder? Nein, nein, das geht schon zu weit. Das geht schon zu weit. Ich sage dann das Ergebnis und sie fragt mich ab und zu mal, wie ich gespielt hätte und ob ich vielleicht auch ein Tor gemacht hätte, aber das reicht schon. Okay. Hier alles, was wir mehr darüber sprechen würde, wäre für keinen gut. Nicht für sie und für mich auch nicht. Aber Gut. das ist auch gut so. Ich meine, Job ist Job und wenn man nach Hause kommt, dann habe ich ja drei Verrückte, die mich wirklich auf andere Gedanken bringen und das passt perfekt.
Deine Kinder, die heute mit bei Radio Dresden zu Besuch sind, werden sich über diese Aussage freuen. Jetzt fragt sich sicherlich jeder und alle Welt hofft, wirst du denn erstmal nach deiner Karriere hier in Dresden bleiben oder steht auch das noch nicht fest? Mann, das habe ich schon so oft gesagt. Weißt du, im Fußball geht es so schnell und was soll ich mir jetzt darüber Gedanken machen, was vielleicht in 1,5 Jahren ist? Nochmal, jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle. Jeder weiß, dass dies Fjell und Dynamo und Fjell bis jetzt wirklich super lief. Was kommt oder was kommen soll, wird man dann sehen. Jetzt erstmal bin ich noch Spieler, darüber bin ich sehr froh. Und alles andere weiß der liebe Gott und der wird es schon gut für mich regeln. Na, dann versuchen wir es mal anders. Also, du hast keinen Telefonjoker mehr und du darfst auch niemanden mehr irgendwie befragen. Was könntest du dir denn in der Zukunft vorstellen? Also, sag mal, Besitzer eines Klamottenladens, Besitzer einer Tapasbar, Entertainer, du hast auf jeden Fall Entertainer-Qualitäten oder vielleicht Trainer, Nachwuchstrainer bei einem Verein, wo du vielleicht schon mal gespielt hast. Die Sachen, die du jetzt gesagt hast, das hört sich alles. Nochmal danke für das nächste Kompliment, was du mir gerade gemacht hast. Man muss es sehen, wirklich. Klamottenladen wäre nicht schlecht, weil dann würde ich das Geld nicht wieder immer noch an andere geben, sondern vielleicht mal, ja, reden wir lieber nicht drüber. Das sind alles Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber das ist natürlich das Problem. Mir wäre es lieber, ich würde sagen, genau das ist es. Ich würde gerne im Fußball bleiben, weil das, nochmal, ich liebe diesen Sport. Eigener Klamottenladen reizt natürlich auch sehr. Gastronomie würde mich auch reizen. Mein eigenes schönes Restaurant. Aber das sind einfach, glaube ich, auch viele verrückte Ideen dabei. Wenn es irgendwas im Fußball ist, ich glaube, dann wäre das schon der richtige Weg. Und in diesem Restaurant wird es nur Fisch geben, habe ich gelernt. Welchen Fisch würde es denn geben? Da hast du dich nicht so richtig festgelegt. Könnte ich dir auch jetzt nicht sagen. Viel Variation natürlich, dass für jeden was dabei ist. Okay. Ich habe auch gelernt, der emotionalste oder einer der emotionalsten Momente war Osnabrück, das Führungstor beim Relegationsrückspiel, was wir im Mai 2013 hatten. Ich dachte auch, du sprichst noch mal den Moment Derby gegen Aue an. Das war eine schwierige Zeit, die du hattest. Dann bist du wieder reingekommen in die Anfangself und hast gegen Aue ein richtig gutes Spiel damals mit 2 Toren gemacht. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, die Stimme von dir schwankte ein bisschen nach dem Spiel. Du warst mächtig gerührt und mächtig angefasst. Ja, das war ein Wahnsinnsmoment, den ich auch nie vergessen werde. Aber da hätte ich, ja, ich denke, das wäre dann wieder so rübergekommen, als würde ich, ja, der damaligen Situation, die mit dem damaligen Trainer nicht so leicht war, ja, als würde ich da wieder irgendwas rauskramen wollen. Das will ich nicht. Das ist passiert, das ist vorbei. Das war eine schwere Phase und was damals passiert ist, das, ja, dafür. Ich meine, jeder, der danach ein Interview von mir gehört oder gesehen hat, der wusste, was da los war. Das nochmal, ein Wahnsinnsmoment, werde ich nie vergessen, aber ich wollte einfach nicht, wenn ich sowas sage, dass der zweite Gedanke von den Leuten ist, oh, da hat er ja Riesenprobleme mit dem Trainer gehabt und das muss nicht sein. Jetzt geht's zurück an alte Wirkungsstätte. Sind so Spiele bei Ex-Vereinen immer noch mal was Besonderes? Typische Journalistenfrage. Ja, Union glaube ich schon, weil Union eine wunderschöne Zeit damals für mich war. So der erste Schritt nochmal von zu Hause weg, bei einem, glaube ich, super Verein mit super Zuschauern. Jetzt alte Försterei muss wohl komplett fertig sein, neu sein. So habe ich sie noch nie gesehen. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also ich freue mich auf Samstag. Zum Abschluss unseres Video-Interviews haben wir noch die Rubrik Das erste Mal, dass du uns so ein bisschen Dinge nennst, Ach die so. du zum ersten Mal. Nein, keine Ach Angst, so. das ist komplett jugendfrei. Doch, kein Problem, wenn das Deine ein Witz. erste CD. Meine erste CD. Du hörst ja alles, habe ich ja gelernt. Ich glaube, Jump hieß das von Criss Cross. Das waren so zwei Jugendliche, die sich die Klamotten immer falsch rum angezogen haben und ich fand die irgendwie
Ich glaube, mehr wegen den Klamotten cool, aber das müsste eine der ersten gewesen sein. Bei Gesang und Musik, du hast gesagt, du hörst vieles, fast alles. Singst du eigentlich auch selber mit? Ich singe viel mit, ja. Und klar und Ich bin auch deutlich. der Meinung, dass ich richtig gut singe, aber Okay, dein erstes Auto? mein erstes Auto, ein Honda Civic. Okay. Geil zusammengespart, fetter Auspuff und so. Heute würde ich ihn nicht nochmal so nehmen, aber damals. Dein erstes Mal im Stadion? Mein erstes Mal im Stadion, Balljunge im damaligen Neckarstadion beim VfB Stuttgart. Okay. Das erste Haustier? Das erste Haustier, Pancho, ein Labrador mit meiner jetzigen Frau zusammen, den ich muss es leider erzählen, nach 3 Monaten einer Familie geschenkt habe, die ein Riesenhaus hatte mit einem Riesengarten, 2 kleinen Kindern, die glaube ich 10 und 11 waren. Also perfekt einfach für den Hund, weil wir damals gemerkt haben, dass es wirklich brutalst viel Arbeit ist, mit der wir nicht gerechnet hätten. Ich hatte noch nicht mal Kinder. Und ja, habe mich oft erkundigt, dem Hund geht's perfekt, wobei das ist schon so lange her. Ich hoffe, der lebt noch, aber alles gut, sonst hätte ich es nicht gemacht. Sehr gut. Pancho geht's also gut. Ja, das hoffe ich. Was hast du mit deinem ersten Taschengeld gemacht? Ich glaube, ich habe mir so einen Turm gekauft hier. Turm hieß es bei uns im Schwarmland. Das ist so eine Anlage mit Kassettendeck, CD-Player, Radio, Schallplatte, sowas. Und dein erstes Vorbild? Mein allererstes Vorbild war, glaube ich, der einzig wahre und echte Ronaldo. Der einzige. Stürmer, ja. Ja, Brasilien Für mich, damals. glaube ich, der beste aller Zeiten. Ist Papa auch so ein Vorbild wegen der Rückennummer mit der 40? Boah, fußballerisch war nicht so Ja. sein Ding. Aber sonst, nochmal, ich glaube, von der Familie kriegst du am meisten mit und deshalb selbstverständlich auch Vorbilder. Christian, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Auf eine schöne Rückrunde Ja, und wie hoffen wir es mal. gesagt, relegationsfrei. Hätte ich nichts dagegen. Dankeschön. Sehr gerne.